So sind die Pferde gleich in der Überseite mit Farlington. Der bestimmt hier unverändert das Tempo. Felton Revenge bleibt außendicht dabei. Dann ist es an der Innenkante Father Scott. Declic Jury an der Außenseite zeigt sich ebenfalls in vierter Position. Dahinter ist es dann auch die Startnummer 5, Bikini de la Cie, kommt hier an der Innenkante weiter, ist momentan fünftes Pferd, dabei dann auch Kaboom weiter außen. In flotter Fahrt und in dichter Formation geht es gleich hinein in den Schlussbogen mit Farlington. Wird unverändert begleitet an der Außenseite von Felton Revenge. Father Scott bleibt innerdicht dabei. Declic Jury ist außen zu sehen und dann wird auch Kaboom eingesetzt. Und in dichter Formation geht es dann gleich auf die letzte Ecke zu. Noch gar nichts entschieden. Das wird erneut eine spannende Partie werden auf den letzten Metern. Möglicherweise wieder eine enge Entscheidung. Aber Farlington bringt das Feld in den Einlauf hinein. Da kommen die Räuber an der Außenseite mit Kaboom, der setzt nach, Mitte der Bahn, Felton Revenge, Kaboom an der Außenseite mit Felton Revenge, dann Declic Jury an der Außenseite ist es Kaboom mit Felton Revenge, Kaboom, Felton Revenge, Kaboom, Felton Revenge, Father Scott war ebenfalls dabei und auch Declic Jury für die Plätze 2, 3 und 4. Wie fast jedes Rennen, auch das letzte Rennen, ein spannender Einlauf, ein spannender Kampf um Sieg und Plätze. Der vorläufige Richterspruch, es siegte die Nummer 2, Kaboom, vor der Nummer 4, Felton Revenge und der 6, Declic Jury. 2, 4, 6 vorläufig. So, Bas, kommst du? So, der Bas Krebers ist abgestiegen, meine Damen und Herren, vom Sieger von Kaboom, unser letzter Tagessieger hier heute. Ja, Bas, herzlichen Glückwunsch. Hast du auch mal ein Rennen gewonnen in Hinoxil? Du bist ja nicht allzu oft hier in Hinoxil in den letzten Jahren, eigentlich eher seltener Gast. Kaboom kenne ich aus Mönchengladbach, hat da vor einigen Wochen noch in schneller Zeit gewonnen. Aber mit der Grasbahn-Erfahrung hat er nicht so, oder? Nicht viel, nur Galopp in Holland. Aber in Bendestadt kann er nicht. Und diese Autostadt hat eine kurze Pause gehabt. Das ist ein schönes Anfangrennen. Na, das ist super gepasst. Und vor allem, das war eine richtig sichere Angelegenheit zum Schluss. Der kam da auf der letzten Überseite oder im Schlussbogen angerauscht durch die dritte Spur. Ja, ja, ja. Das ist natürlich sein Markenzeichen. Er kann richtig guten Speed. Ja, er kann sehr gut nach Hause kommen. Er hat auch sehr gut in Wolfgang gewonnen. Aber ich muss gut festhalten in der letzten Linie. Den muss man nicht abspringen. Bas, ich kenne dich noch aus den 80er Jahren. Da war ich doch damals beim Speed bei der Zeitung. Ich habe dich, glaube ich, mal irgendwo besucht. Das war in Emmeloord oder sowas. Ja, ich weiß es jetzt nicht mehr ganz genau. Und seinerzeit, du warst damals auch mal in Amerika. Ja, ja, aber das ist schon sehr lange. Wir sind 82, 83 und ein Junge, der bei mir gearbeitet hat, Lucas Olinder, haben wir jetzt auch verder in Amerika und die hat einen von die Hembo-Favoriten. So in 3 Wochen gehen wir 4 Tage nach Amerika. Ja, wunderschön. Das heißt, nächste Woche bist du nicht bei uns? Nein, dann bin ich in Emmeloord. Das ist mein Zuhausebahn. Aber so einmal pro Jahr passt es hier, um hier zu sein. Das ist schön. Gut, und ich werde demnächst auch mal wieder in Emmeloord aufschlagen und auch da mir mal die Rennen auch wieder angucken. Okay, danke schön. Tschüss. Ja, auch für uns herzlichen Glückwunsch. Der letzte Sieg des Tages. Es war vergönnt. Es war spannend wie fast alle Rennen. Wir haben hier ein paar Ehrenpreise. Oh, oh, oh. Einen schönen Blumenstrauß von der Landessparkasse zu Oldenburg. Und was zu feiern. Zu Hause für einen lauschigen Abend. Und fürs Pferd haben wir auch hier was. Foto, damit du denn auch ganz zufrieden nach Hause fahren kannst. Nicht nur mit dem Sieg, sondern mit einem großen Blumenstrauß. Kommt zu Hause auch ganz gut an. Ja, einmal überreichen bitte. Ja. Hast du jemanden mit für die Sachen? Ja, gut, dann holst du das gleich ab.
So, zum letzten Mal setzt sich der Startwagen dann auf der Überseite in Bewegung. Es geht zur Startstelle und das war der Start zum letzten Rennen hier. An der Innenkante beginnt hier Johanna Boldwin mit einem Fehler. Besser macht es da Farlington, der sich hier konsequent nach vorne schiebt und das Kommando übernimmt. Farlington mit der Spitze bringt das Feld gleich dann auch in den ersten Bogen hinein. Auch Felton Revenge erwischt einen guten Start und die Eins ist hier raus aus der Partie. Das verbleibende Feld bleibt ganz dicht zusammen mit Farlington an der Spitze. An der Außenseite ist dann auch Felton Revenge sofort in guter Position und in dichter, kompakter Formation geht es dann wieder vor Publikum. Zum letzten Mal haben sie heute noch einmal Gelegenheit hier für ihre Favoriten zu applaudieren. An der Spitze, da geht die Post jetzt ab mit Farlington. Farlington ist vorne. An der Außenseite Felton Revenge, dahinter ist es dann Fardai Scott, Fardai Scott an der Innenkante, der erwischt hier einen guten Start außen, begleitet dann auch von Declic Jury. In dichter Formation geht es dann bereits auf die Schlussrunde zu. Alles dicht bei dicht hier an der Spitze. Farlington, Felton Revenge, Fardai Scott, die ersten drei. So sind die Pferde gleich in der Überseite mit Farlington. Der bestimmt hier unverändert das Tempo. Felton Revenge bleibt außendicht dabei. Dann ist es an der Innenkante Fardai Scott. Declic Jury an der Außenseite zeigt sich ebenfalls in vierter Position. Dahinter ist es dann auch die Startnummer 5 Bikini de la Cie kommt hier an der Innenkante weiter, ist momentan fünftes Pferd, dabei dann auch Kaboom weiter außen. In flotter Fahrt und in dichter Formation geht es gleich hinein in den Schlussbogen mit Farlington. Wird unverändert begleitet an der Außenseite von Felton Revenge. Fardai Scott bleibt innendicht dabei. Declic Jury ist außen zu sehen und dann wird auch Kaboom eingesetzt. Und in dichter Formation geht es dann gleich auf die letzte Ecke zu. Noch gar nichts entschieden. Das wird erneut eine spannende Partie werden auf den letzten Metern. Möglicherweise wieder eine enge Entscheidung. Aber Farlington bringt das Feld in den Einlauf hinein. Da kommen die Räuber an der Außenseite mit Kaboom, der setzt nach Mitte der Bahn, Felton Revenge, Kaboom an der Außenseite mit Felton Revenge, dann Declic Jury an der Außenseite ist es Kaboom mit Felton Revenge, Kaboom, Felton Revenge, Kaboom, Felton Revenge, Fardai Scott war ebenfalls dabei und auch Declic Jury für die Plätze 2, 3 und 4.